Ja, moin Leute. Heute gibt's mal ein paar kleine Tipps von mir, damit eure Paprika, Tomaten, Chilis und Auberginen und alles, was es noch so gerne warm mag, schön schnell und gleichmäßig keimen. Bei mir im Garten klappt sicher noch nicht alles, aber auf meine Anzuchtergebnisse bzw. die Keimrate bin ich schon ziemlich stolz. Ich bin dieses Jahr ein bisschen später dran mit meiner Chili-, Paprika- und Auberginenanzucht. Eigentlich beginne ich damit schon im Januar. Ist aber nicht so schlimm. Wichtiger als der genaue Zeitpunkt ist eigentlich, dass sie danach genug Licht und Wärme kriegen und auch schön wachsen. Als erstes braucht ihr natürlich vernünftiges Saatgut. Ich habe bei den großen Bio- und Demeter-Anbietern wie Bingenheimer, Dreschflegel, Sativa, Rheinsaat und Co. eigentlich keine großen Unterschiede gemerkt. Die haben alle eine Top-Keimrate. Deshalb pikiere ich auch nicht, weil ich habe wirklich eine Keimrate von über 90%. Da spare ich mir die Arbeit und den Stress für die kleinen Pflanzen. Ich sehe das also direkt in die Pikierplatten aus. Hier und da packe ich noch einen zweiten Samen dazu, wenn die Reihe schon voll ist und ich noch ein paar Samen über habe. Dann kommen noch ein paar Tomaten dazu. Und ja, es ist eigentlich noch zu früh für die meisten Tomaten. Allerdings ist das hier nur ein kleiner Versuch und die Tomaten sind bei mir jetzt die Tage alle dran. Da kommt die große Tomatenaussaat. Wenn ich damit fertig bin, dann gieße ich natürlich und das nicht zu knapp. Am Anfang mache ich die Pötte hier einmal richtig schön nass und dann ist es ganz wichtig, immer darauf zu achten, dass die Samen auch wirklich schön feucht bleiben. Und jetzt kommt das Wichtigste überhaupt. Die Tomaten, Paprika, Auberginen müssen wirklich warm stehen. Damit sich die Pflanze in der Natur sicher sein kann, dass sie ihre Früchte und Samen auch wirklich bis zur Reife bringen kann, keimt sie erst bei einer Temperatur, die sogar über der Temperatur liegt, bei der sie gerne wächst. Als kleines Sicherheitsfenster. Tomaten keimen zum Beispiel erst ab ca. 20 bis 24 Grad. Paprika keimen zügig ab ca. 22 Grad, Chilisorten am besten bei 25 bis 28 Grad und die ideale Keimtemperatur für Auberginen liegt ungefähr bei 22 bis 27 Grad. Die Keimung sollte möglichst flott gehen. Ist es zu kalt und sie brauchen zu lange, fangen die Samen irgendwann an zu verrotten. In ca. 7 bis 14 Tagen sollten eure Pflanzen gekeimt sein, sonst läuft schon etwas schief. Wenn ihr nicht jeden Tag mindestens einmal gießen müsst, stehen sie wahrscheinlich zu kalt. Zur Not Heizmatte drunter und ein Thermometer schadet nicht. Da es bei mir im Haus sehr kalt ist, aber das Bad recht warm und mit Fußbodenheizung, stelle ich sie dorthin. In Kisten und das hat den zusätzlichen Effekt, dass sie vor den Katzen auch geschützt sind. Und damit die ersten Pflanzen nicht vergeilen, habe ich da so LED-Stablampen mit drin. Sobald fast alle gekeimt sind, stelle ich sie dann kälter. Letztes Jahr im Schuppen, dieses Jahr im neuen Anzuchtraum im Haus. Die Bilder, die ihr gerade gesehen habt, waren aus dem letzten Jahr. Hier ist jetzt das aktuelle Ergebnis. Es sind wieder fast 100% der Chilis und Paprikas gekeimt. Und auch bei den Tomaten sieht es ähnlich aus. Das Saatgut war allerdings schon 2 Jahre alt. Die Auberginen habe ich etwas später gepflanzt und die keimen gerade erst. Die zeige ich euch dann später. Ich wollte das Video aber jetzt schon mal raushauen. Was die Keimrate betrifft, merke ich bei der Anzuchterde keinen Unterschied. Auch zur eigenen Erde nicht. Also ich sage jetzt nicht, dass die Anzuchterde egal ist, aber auf die Keimrate bezogen erstmal schon. Die würden jetzt auch in Klopapier keimen. Die Tomaten sind schnell so groß geworden und haben die Quickpots, also die Anzuchtplatten, auch schon so gut durchwurzelt, dass ich sie hier das erste Mal umtopfe. Bei der Aussaat in die Anzuchtplatten habe ich ja in manche Töpfe 2 Samen gelegt. Falls mal ein Fach in der Anzuchtplatte leer bleibt, dann kann ich einfach innerhalb der Anzuchtplatte eine Pflanze hier und da hin und her pikieren und bekomme so am Ende doch alle Fächer recht gleichmäßig voll. Nochmal kurz zur Qualität des Saatguts. Natürlich spielt sie eine Rolle. Je länger und besser eine Sorte selektiert wurde, desto gleichmäßiger keimt sie auch. Gute Züchtungsarbeit bedarf einiges an Wissen und Erfahrung. Ich denke, die großen Anbieter versuchen alle eine möglichst hohe Qualität anzubieten.
das Alter und die Lagerung des Saatguts sind auch sehr wichtig. Ich habe beim gleichen Anbieter dieselbe Sorte zweimal bestellt und hatte völlig unterschiedliche Keimraten. Zwischen nix und sehr gut. Das war's dann auch erstmal mit dem Video hier. Ich halte das mal kurz und knapp. Die letzten Wochen den Shop vorzubereiten und die Eröffnung, das war ganz schön heftig. Jetzt ist ein bisschen weniger los und ich kann mich wieder deutlich mehr auf den Garten und auch auf die Videos konzentrieren. Also genießt die Sonne draußen, bevor es wieder kalt wird. Und ich wünsche euch wie immer eine gute Ernte.